Pianist, eine Bank, sondern du willst bei uns singen. Ne? Deshalb hören wir jetzt mit dem Klavierspielen schon aus, das war prima. Ganz, ganz leicht, glaube ich. Pass mal auf, Reimer, machen wir nicht. Ja. Machen wir mal. Ja, machen wir noch ein. Hab keine Angst vor dem Wohl. Wir probieren einfach noch einmal. Ich glaube, das macht nichts. Geht gar nichts. Wir probieren noch. Immer weiter geht's. Na ja, das ist ja gut. Oder hat der Vater gesagt? Geh mal lieber dahin. Und die Musi? Nee. Auch nicht? Du willst wirklich selber einfach so Tomane werden? Na, ist gut. Kein schlecht. Hast du schon was von uns gehört? Warst du schon mal bei uns im Konzert? Ja. Ja? Gut. Was hast du denn da gehört? Das interessiert mich. Das war es im Sommer oder war es vielleicht im Winter? Weihnachten so ungefähr. So um Weihnachten rum, ja, da machen wir manchmal sowas, ja, Weihnachtsordnung, das gibt's. Mein Name ist Michael Bergmann, ich bin 16 Jahre alt, singe im zweiten Tenor und habe hier im Chor die Funktion des Präfekten. Also der Uwe Goltan, der ist 12 Jahre alt, ist Sopran und das ist mein Ultimus. Das bedeutet also, dass ich habe mir den auserwählt als mein Unterstützer. Es gibt ein paar kleine Funktionen, die er ausübt. Zum Beispiel klingelt er vor den Proben, damit ich das nicht auch noch übernehmen muss, denn das ist doch eine ganz erhebliche Belastung. Ja. Und sonst eben so ein paar kleinere, naja, man könnte es in Anführungsstrichen Liebesdienste nennen. Ja. Und natürlich auch andersrum. Ja. Ich versuche, soweit das geht, für ihn da zu sein und ihm zu helfen,
wo er es nicht alleine schaffen kann. Welche Rolle spielt er bei zum Beispiel so ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt? Naja, das ergibt sich dann daraus, ja. Dass man also ein bisschen persönlichere Bindung hat, ja, als vielleicht zum anderen, ja, und deswegen öfter zusammen ist einfach. Wie heißt du? Uwe Goldhahn. Uwe? Ja. Goldhahn, ja? Ja. Wie ein Hahn. Ja. Das ist doch egal. Und wie heißt die Straße? Hiller Straße, welche Nummer? 8. So, meine Herren, Weihnachtsoratorium. Alle Jahre wieder. Herzliche Bitte, kein Sächsisch. Jauchzet, frohl, jauchzet, ja. Mach die Klappe weit auf. Ein dunkleres A, nicht jau, jau, nicht so flach. Bitte mal einen Anfang, direkt. Achtung, bitte schön. 1, 2 und... So, kein guter Anfang. Es muss im Anlaut das J von jauchzet wirklich wahrnehmbar sein. Achtung, mal geblieben ist... Ganz bewusst atmen, jauchzen, nicht schnaufen, das nicht. Bitte, 1, 2 und jauchzet, frohlocket auf Reise die Tage. Nehmet, was heute hier diese getan. Ja, die Bässe sind ein ganz kleines bisschen tief. Jauchzet, frohlocket auf Reise die Tage. Oh, guck doch, wo wir hingekommen sind. Entsetzlich. Das haben Sie besser eingebrockt. Bitte, ehemals Buchstabe Bertha, Takt 43. Ja, da, die Paar, bitte schön, direkt. 1, 2 und... Ja, Zertrollocken auf Preise, die Tage, was heute hier ließe getan. Dankeschön, danke. Ja, ja, wunderbar, Tenöre. 1, 2... Nur Soprane, bitte. Achtung, Füße, guck her. 1, 2, 3. Preise die Tage. Ja, ihr atmet. Rühmet weiter. Der geht nicht, sondern rühmet. Dort könntet ihr notfalls atmen. Am besten überhaupt nicht atmen. Am besten zu Hause atmen, durch den Ferien. Preiset nochmal 45, bitte. 1, 2 und... Preise die Tage. Jetzt weiter. Atmen, jetzt weiterte der. Preiset nochmal 45, bitte. 1, 2 und... Preise die Tage. Jetzt weiter. Atmen, jetzt weiterte der. Eine Frage, liebe Männer. Ihr kennt den Text. Habt ihr den Text verstanden? Tage, Rüh. Ihr spielt mit, ja. Ihr habt es nicht verstanden. Der Berge hat es überhaupt nicht verstanden. Peps, hast du es verstanden? Webs hat es auch nicht verstanden. Besser habt ihr es verstanden. Das ist eine Gemeinheit, die besser haben es verstanden. Das stimmt ja gar nicht. Ich habe es überhaupt nicht wahrnehmen können. Tage rühmet, rühmet, den Mund in fröhliche Falten legen, ja? Nun, sicher würde ich mich auf den Bach schon irgendwie berufen wollen. Wir versuchen ihn, sagen wir, zu kopieren oder seine Musik mit unseren heutigen Mitteln lebendig zu machen. Insofern natürlich ein direkter Kontakt zu Bach. Vielleicht sollte man, was die Arbeit hier im Internat anbetrifft und was den Umgang mit den Jungs anbetrifft, auf den Hiller zurückgehen. Denn er scheint einer der Thomaskantoren gewesen zu sein, der wirklich wie ein Vater zu seinen Thomanen gewesen ist, den sie geliebt haben, dem sie vertraut haben und der sich sehr viele Sorgen um seine Knaben gemacht hat. Ja, und dann wieder musikalisch würde ich mich gern auf Ramin berufen. Er ist der erste Thomaskantor gewesen, den ich hier musizierend erlebt habe. Sicher habe ich bei ihm eine ganze Menge gelernt. Vielleicht, sagen wir, gemessen an den Dingen, die wir heute wieder mit Perfektion umschreiben, das war nicht unbedingt Ramins Stärke.
Ramins Stärke war das impulsive Musizieren und das lebendige Musizieren. Und dem versuche ich ein bisschen nahe zu kommen. Ich habe mich, wie gesagt, nicht darum bemüht, irgendetwas anders zu machen als meine Vorgänger. Ich versuche einfach Hans zu sein und vielleicht ist mein Naturell etwas verspielter, als es normalerweise in der Person eines Thomas Kantors vermutet wird. Meine Herren vom Tenor, ganz herzlich, nicht dieses Forte, wie wir es bis jetzt gehabt haben, sondern bitte etwas zurück, überhaupt den B-Teil viel, viel vorsichtiger musizieren, auch im Orchester, weitaus gesanglicher, nicht so mit Pauken und Trompeten, ja, ist klar? Dankeschön, darf ich nochmal haben, bitte? Thank you.
an, das ist Weihnachtsliederabende. Und wie viel dieser Art habt ihr? Vielleicht so 10 bis 15 Konzerte, also im Dezember. Und wie viele Proben gehören dazu? Also jeden Tag haben wir Proben, so also erst Knabenstimmen und dann Männerstimmen. Und dann der ganze Chor zusammen. Und dann habt ihr auch noch Schule? Ja, auch Schule. Oder kriegt ihr frei, wenn ihr Konzerte habt? Nö. Das ist ganz normal Schulplan, immer. Also ihr habt 15 Konzerte, ne? Dann habt ihr Quartette, dann habt ihr Probe und so. Ist das nicht eine Belastung, wo man... Ja, für mich ist es eigentlich keine Belastung. Wir sind ja hergekommen als Domaner und ja, wir müssen den Tagesablauf müssten wir einhalten und so. Aber ich meine jetzt gerade zu Weihnachten. Zu Weihnachten. Ich meine, die ganze Weihnachtszeit, Leute sich aufs Fest freuen und ihr müsst wie die Teufel arbeiten. Ach ja, was heißt wie die Teufel? Wir sind es ja gewohnt eigentlich. Das ist ja fast jedes Jahr so. Die Leute erfreuen sich ja an unseren Konzerten und ja, die hören uns vielleicht auch gerne. Ich nicht, mir gefällt es halt. Und was gefällt dir? Alles. Eigentlich. Ich meine, beim Singen, was gefällt dir dann? Beim Konzert? Beim Konzert? Die Musik, ganz einfach. Ein Heiligabend ohne Familie ist doch auch kein Heiligabend, oder? Ach naja, wir sind ja, also die sind ja untereinander zusammen für sich und sowas. Das ist ja so auch was wie eine Familie sozusagen. Das fängt also an mit dem Mittagessen, gemeinsam Mittagessen. Dann ist die Weihnachtsmotette in der Thomaskirche. Das ist immer sehr eindrucksvoll, wenn da wirklich die Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt ist, die Leute mitgehen. Dann ist anschließend ein Kaffee trinken im Gemeindehaus. Das ist ein Dank der Thomaskirche für unsere Arbeit in dem Jahr. Dann ist anschließend die Christvesper. Dann geht ein kleiner Teil des Chores in ein Krankenhaus singen. Und das empfinde ich auch als ein sehr
schönen Dienst eigentlich, gerade zu Weihnachten auch kranken Menschen so was nahe bringen zu können. Dann ist das Abendbrot hier auf dem Kasten, eins die Bescherung unten im Saal und daran anschließend ist dann die Weihnachtsfeier in den Stuben. Für wen sind denn die ganzen Geschenke? Die sind für Anton Thomas und die schenken so zu Weihnachten. Und wie viel hast du da insgesamt? Ja, so bis 15 werde ich verschenken. Haben alle so viel ungefähr? Das ist ganz verschieden. Der eine schenkt halt 5 oder 10, der andere vielleicht auch 20, 30. Oh. Und wenn du die jetzt eingepackt hast, was passiert denn damit? Die bringt man dann zur Geschenkannahme und dann werden Weihnachten zur Bescherung. Auf dem Probensaal sind da Tische reingestellt und sind so Namenkärtchen und da werden dann die Geschenke gestapelt. Jeder darf jedem was schenken. Es wird an jeden gedacht, sozusagen Thomas an Thomas. Ich würde auch lieber auf dem Kasten wie zu Hause. Ich habe mich nun ja dran gewöhnt. Das ist dann nun so. Was ist denn für dich das Schönste an meinem Jahr? Eigentlich die Christvesper. In der Kirche? Ja, in der Kirche. Und welches Lied gefällt dir da am besten? Oh, du Fröhliche. Warum? Ja, das ist so, dass die ganze Gemeinde, da wird auch alles in die Orgel reingehauen und das gefällt mir irgendwie. Und du? Was machst du? Ich singe dann halt auch mit. Thank you.
4. Der Schrank wird genannt Köter. Und haben die einzelnen Fächer im Schrank auch noch Namen extra? Nö. Und gibt es da eine vorgeschriebene Ordnung im Schrank? Nö, kann sich jeder einrichten, wie man will. Und wie ist das bei dir so aufgeteilt? Ja, die beiden Fächer, die Wäsche, hier Bücher und Briefpapier und hier unten im Karton die Schuhe. Ja. Und hier die Kleidungssachen. Und Lebensmittel gibt es auch noch? Lebensmittel, das ist hier oben, das Fressfach. Kannst du mal anheben, was ist denn da drin? Ach, da Apfelsaft, Bananen, so leere Flaschen. Sachen, oder ist das jetzt der einzige Platz? Das ist der einzige Platz. Das sind also die, alle Sachen, die du hier hast, sind in der Köhle? Ja. Das Bild habe ich geschenkt bekommen. Die beiden Karten habe ich mir mitgebracht. Ja. Das hier ist die Engelsburg in Italien. Das hier ist Rom. Ja, habt ihr im Petersdom gesungen? Ja, ein Ständchen. Also nicht direkt so als Konzert. Ach, ihr wart auch einfach Besucher, ja, und habt gesungen? Wir haben eine Besichtigung gemacht und dann eben ein Ständchen gesungen. Freut man sich als Thomaser, wenn man nach Hause fährt? Doch, ja. Worauf? Na, eigentlich auf den normalen Tagesplan dann wieder. Dass das mit alles erstmal wieder einläuft und so. Ja, wieder auf die Proben. Ungefähr 100 Stück. Und ist das ein festes Amt oder geht das zwei Wochen? Naja, es kommt darauf an, wie viele dispensiert sind. Da wechselt sich das eben alle 4 oder 5 Wochen ab. Kannst du uns erklären, was das heißt, dispensieren? Na, das heißt also, welche, die im Stimmbruch sind. Und wie viele sind das zurzeit? 8 Mann. Und seit wann bist du im Stimmbruch? Seit Ende. Und wie lange? Muss das noch? Nur vielleicht bis Ende Mai in der Dreh. Und womit beschäftigt ihr euch jetzt in der Zeit, wo ihr nicht singen könnt? Naja, Programme holen oder Küchenwege machen oder Noten kleben. Was hast du vorher für eine Stimme gesungen? Ja, erst Sopran und dann Alt. Und wenn du jetzt in den Tenor kommst, wahrscheinlich, ja? Das ist noch nicht raus. Sondern? Es kann auch ein Bass sein, das macht sich erst gegen Ende bemerkbar. Und dann musst du doch fast alles neu lernen, oder? Ja. Also singst du völlig andere? Ja, eine völlig andere Stimme und musst auch neu einstudieren. Das heißt, es ist dann fast so, als würdest du wieder neu im Chor anfangen. Ja, aber man hat schon ein bisschen mehr Kenntnisse.
Kosmonaut von Hans Barth. Kosmonaut, Kosmonaut, was macht unsere Sonne? Bei mir geht die Sonne ein Dutzend Mal auf und kein Wolke verdeckt ihren Lauf. Kosmonaut, Kosmonaut, viel Glück, Kosmonaut. Kosmonaut, Kosmonaut, sind die Sterne? Ich bin zwar tausendmal höher als ihr, doch die Sterne sind noch viel weiter oben als ich. Über mir. Kosmonaut, Kosmonaut, wie siehst du die Erde? Die Erde ist rund, fast so rund wie ein Ball. Und fliegt gerade wie der Mond durchs All. Kosmonaut, Kosmonaut, viel Glück, Kosmonaut. Kosmonaut, Kosmonaut, wann kommst du wieder runter? Wenn ich meinen Auftrag erfolgreich bestand, dann lande ich sicher im Heimatland. Kosmonaut, Kosmonaut, viel Glück, Kosmonaut. Danke, Gero. Kannst du dich hinsetzen? Gero, wie lange bist du in dieser Schule? Ich bin jetzt das erste Jahr hier. Gibt es Unterschiede zwischen der Schule, wo du früher warst, und dieser? Naja, manche kleine Klasse und dann öfters Ausfall wegen Konzertreisen und. Gibt es schon weit oder mehr? Weniger eigentlich. Obwohl ihr so viel Ausfall habt? Ja. Weil wir ja auch, unsere Lehrerin kann uns auch nicht so viel geben, weil wir und auch an den Tagen, wo wir eine Hausaufgabenstunde haben. Wir machen nicht wie die anderen Schüler danach die Hausaufgaben, sondern hier in der Schule. Nach dem Unterricht in der 6. oder in der 5. Stunde. Warum? Weil wir in der strengen Arzt sollen wir uns auf den Schlafsaal legen, dass wir Ruhe haben. Und das ist die strenge Arbeitszeit. Und dass wenn wir Ruhe haben, dass das uns nicht so anstrengt auf dem Kasten. Ich merke das deutlich, wenn man die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Das ist manchmal in einzelnen Stunden. Das ist auch mitunter an mehreren Tagen der Fall. Beispiel, wenn verstärkte Proben und Konzerttätigkeit durchgeführt wird. Und es ist nur möglich, aufgrund des sehr intensiven Unterrichts, der hier geführt wird, doch den Lehrstoff in kürzerer Zeit zu schaffen. Und man muss vielleicht auch in dem Zusammenhang sagen, dass alle Thomaner, die hier zu uns kommen, alle, die in dieser Klasse sitzen, sehr lernwillig sind. Und das trägt natürlich auch mit dazu bei, dass wir etwas Zeit einsparen können.
Gratulation bedanken. 50 Jahre, er wird schon zu alt. Es gibt Tiere, die werden nicht so alt. Manche haben heute gewünscht, für die nächsten 50 Jahre alles Gute, dann wäre ich 100. Wäre nicht wünschenswert, nicht erstrebenswert. Ich möchte mich eigentlich stellvertretend für viele andere Leute, die heute gratuliert haben, bei euch bedanken dafür, dass ihr in dem Moment schon 7 Jahre mit mir eigentlich durch dick und dünn geht. Ist manchmal schwerer gewesen, manchmal leichter. Gab manchmal Sorgen, manchmal gab es keine. Die wenigsten hatte ich bei euch. Dafür herzliches Dankeschön und bis 50 Jahre mit euch. Merci. Hat man hier im Chor, denn erwiesenermaßen ist der Kantor derjenige, der eben wirklich jeden Tag Kontakt zu den Jungs hat und das doch über eine, na sagen wir ruhig, geraume Zeit. Das bedeutet schon, dass man das Vertrauen der Jungs haben muss, das Vertrauen der Jungs erringen muss, wobei ich mich niemals darum bemüht habe. Es hat sich so ergeben und ich bin sehr glücklich darüber. Denn diese Familienvorstellung beflügelt uns vielleicht überhaupt, hier anders zu arbeiten, als es unter anderen Vorzeichen möglich wäre. In welcher Eigenschaft darfst du den Chor dirigieren? Als Präfekt, Erster. Und welche Aufgaben hat der erste Präfekt? Er ist ein Helfer des Thomas Kantors. Und es ist ja eigentlich so, dass alle älteren Thomaner irgendwie in einer besonderen Weise für den Chor da sein dürfen. Und der Präfekt ist es eben auf der musikalischen Basis. Und konkret bedeutet das also, dass er den Kantor unterstützt im musikalischen Ding. Er ist beispielsweise für die Capella-Noten verantwortlich. Dann macht er zum Teil selber Proben, je nachdem, wie sich das gestaltet, mit parallelen Proben, beziehungsweise wenn der Kantor mal nicht kann. Dann schreibt er den Monatsplan, also was an Veranstaltungen im Monat dran ist. Gibt es noch andere musikalische Ämter? Ja, es gibt dann noch, erstmal gibt es 2 Präfekten, ja. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von kleineren Funktionen, ja, die notwendig sind. Das ist also alles sehr breit aufgefächert, sodass eigentlich jeder irgendeine Funktion mit hat. Da gibt es zum Beispiel einen Sammelultimus, ja. Der ist auch für die Notenverteilung hier unten verantwortlich, ja, vor den Proben. Dann gibt es die einzelnen Schmied, die teilen die dann an ihre Leute in der Stummgruppe weiter und so. Und dann gibt es auch Bänkesteller zum Beispiel, die hier die Stühle stellen, Flügelputzer gibt es auch und eben eine ganze Reihe von Funktionen, sodass eigentlich wirklich jeder hier ein Stückchen mitträgt. Musst du nur die Tasten putzen oder auch die ganzen Flügel? Auch noch die Stauden putzen. Überall? Ja, überall. Wie lange brauchst du dazu? Naja, so ungefähr 2 Minuten. Wie viel? 2 bis 5 Minuten. Und wie oft machst du das in der Woche? Jeden Tag. Abends. Genau, Abendbruch. Ist das eine Auszeit, um Flügelputzer zu sein? Jeder Thomaser ist in der 4. Klasse Flügelputzer und dann hat man in jeder Klasse ein anderes Amt. Ein musikalisches Amt hat jeder Thomaser, wenn er kein anderes Amt hat. Dann gibt es dann jemanden, der das kontrolliert? Ja, dann gibt es einen Flügelputzerwart und der kontrolliert dann jeden Abend, wenn dann Stimmdienst gemacht wird, geht er unten durch, guckt sich das an, dann kommt er hoch
und fragt manchmal, wo er es nicht so ganz genau gemerkt hat, ob er geputzt war, ob er geputzt hat. Was passiert, wenn es nicht genügend glänzt? Eigentlich nichts. Erklären. Objasnatsch. Objasnatsch. Brigade. Brigada. Bester. Luci. Anderer. Drugoi. Volk. Narat. Narot. Die Beziehung zwischen Älteren und Jungen gestaltet sich ja hauptsächlich in der Stube. In der also Klasse bis 12. Klasse eigentlich aus jeder Klassenstufe jemand dabei ist. Ja. Über. Nach. Hinter. Sa. Möbel. Mebel. Fußboden. Kavior. Port. Porgel. Hier steht Porgel. Teppich. Kavior. Vase. Vasa. Bild. Kartina. Das gute Verhältnis zwischen Älteren und Jüngeren basiert eigentlich darauf, dass man in der Lage sein müsste, für andere da zu sein. Ja? Also seine Interessen ein bisschen in den Hintergrund zu rücken, ja? Und um der Sache willen zurückstecken zu können. Ja? Und an sich geht mir das so, ja, dass für mich das irgendwie ein inneres Bedürfnis ist. Ja? Jetzt auch für andere da sein zu können, gerade für die Jüngeren, ja. Weil das eines Teils natürlich wichtig ist, ja, aber anderen Teils auch von innen heraus, es macht mir einfach Spaß, ja, mit den Jüngeren zusammen zu sein, ja, und für sie da sein zu können. Nun sind Sie ja alle Leipzig. Eigentlich sollte man annehmen, Sie wissen ja, wer wir sind. Thomanerchor Leipzig, die älteste musikalische oder überhaupt musische Einrichtung der Stadt, 1212 zum ersten Mal erwähnt. Sehen Sie, so alt sind wir. Dieser Chor hat also früher nur im Thomaskloster mit der Reformation oder das Kloster aufgelöst. Die Thomasschule war fortan eine städtische Schule und damit ist dieser Chor ein städtischer Chor, singt aber bis zum heutigen Tag regelmäßig in der Thomaskirche. Und zwar, jetzt muss ich Schleichwerbung betreiben, freitags 18 Uhr bei freiem Eintritt, sonnabends 15 Uhr bei freiem Eintritt und im Gottesdienst morgens am Sonntag um 9.30 Uhr. Jede Woche mit Ausnahme der Schulferien. Das, was wir hier treiben, ist eines Teils eine Art Hobby, weil es uns Spaß macht. Nichtsdestotrotz bedeutet es eine ganz schöne Arbeitsbelastung, denn neben der normalen Schule müssen wir jeden Tag zwischen 2 und 3 Stunden probieren. Und Woche für Woche müssen wir was Neues einstudieren. Wir haben also keinen einzigen freien Tag und sogar noch ein bisschen weniger Ferien als Sie. Sie sollten also das, was wir hier oben treiben, nicht nur als eine Art notwendige Beschäftigung sehen, sondern wirklich als etwas, was wir gern für Sie machen, wenn Sie ein bisschen Spaß dran haben. André Asriel, der Fuchs und die Dünn, es steht drüber, als einziger Anhalt, Tempo di Tango. Das ist ja kaum zu glauben, ein solcher schöner Traum. Ja, das wäre eine Beute, aber die Trauben kriegen.
mal um ein richtiges Handzeichen im zweiten Chor, aber richtig hoch, zweiter Chor. Das ist also da drüben etwa diese Hälfte des Chores, war der zweite Chor. Und jetzt, jeder dieser Chöre besteht aus Sopran, Alt, Tenor und Bass. In Ihrem Fall, in einem Schulchor, ist es vermutlich so, dass Sopran und Alt von irgendwelchen jungen Damen, nicht von irgendwelchen, von sehr musikalischen, hübschen, reizenden jungen Damen gesungen werden, während die Männer sich auf Tenor und Alt spezialisieren. Und vielleicht ein paar einzelne Damen im Tenor wieder auftauchen, die so ganz tief. Wir machen das also alles mit Männern, mit jungen Männern, mit angehenden Männern. Bitte mal Sopran 1 ein Pfötchen. Das ist eine ganze Menge noch, das geht. Der Alt 1, das sind schon also weitaus weniger, bitte mal richtig weit hoch. Das sind gerade so ein paar so Übergang von der Knabenstimme zur Männerstimme. So, und dann bitte noch die verehrten Herren Tenöre, wenn ich das haben durfte, des ersten Chores. Alles das, was da noch außen steht, ist also Bass. So, und jetzt möchte ich ein Experiment machen, das, was wir im letzten Jahr schon gemacht haben, zur großen Freude Ihrer Musiklehrer. Da wir im Allgemeinen nicht zweistimmig singen, wollte ich Sie bitten, dass Sie uns helfen. Das ist eine ganz einfache Sache. Schauen Sie, Sie kennen den Röslein, ne? So, dann würde ich jetzt, oh, darf ich Sie herzlich in Ruhe bitten, ich muss ganz kurz Ihren Tatendrang etwas zügeln. Wir helfen Ihnen nicht. Versuchen Sie bitte mal, wer es also nicht gut kann, dass die sein knapp. Und der also schon weitaus musikalischer ist, der versucht dazu die zweite Stimme, dann würde ich mit dem Ton anfangen, sein knapp. Würden Sie mal probieren, ja? La, da, bitteschön. Achtung. Ein Knab, ein Röschen, Röslein. So jung und morgenschön, wie viel Schnelles nah zu sehen, saß mit vielen Frauen. Weil Sie es so schön gemacht haben, singen wir nämlich einen Satz drauf. Ich weiß nicht auf die Sekunde, aber ich glaube, es sind ungefähr noch 6 Minuten Bach, was wir hier gehen lassen müssen. Wie gesagt, Bach war ja unser Ortsheiliger, unser Schutzpatron. Ist der berühmteste Thomas Kantor, da können wir alle strampeln, können wir dirigieren, wie wir wollen. So gut wie der werden wir nie. 1685 geboren, genau wie Händel. Dann eigentlich immer ein guter DDR-Bürger gewesen. Ne? Eisenach, Ortruf, Weimar, Arnstadt, Mühlhausen, Leipzig. Einmal ein Ausflug nach Lüneburg und ist wiedergekommen. Spaß beiseite. Kinder, ihr seid da oben wirklich zu laut. Seid mal nicht böse, aber das stört irgendwie. Hallo, ihr fünf da oben. Das stört wirklich. Die merken das schon. Schlechtes Zeichen, wenn man nicht mal merkt, wenn man redet. Das, was Sie jetzt hören, ist wieder doppelchörig und ist der erste Satz einer großen, vierteiligen Motette. Singe dem Herrn ein neues Lied. Thank you.
wissen, dass Sie von den Knaben bewundert werden. Entsteht ein umgekehrtes Gefühl vom Kantor zu den Knaben? Naja, also ob mich die Knäblein bewundern, das vermag ich nicht zu entscheiden. Vielleicht sieht das ein Außenstehender klarer und besser. Ich bewundere die Jungs tatsächlich, denn sie haben ein enormes Arbeitspensum zu leisten. Und das wird manchmal von den Menschen unterschätzt. Sie sehen nur, dass diese Jungs mehr oder minder gut, meist singen sie wirklich sehr gut, singen und nicht die Arbeit. Und man vergisst dabei ganz leicht, dass sie eigentlich auch normale Schüler sind, die auch dort ein wirklich normales Maß zu leisten haben und die eigentlich in dem Arbeitsaufwand, den sie pro Jahr allein an Proben zu absolvieren haben, dass der etwa 2 Monaten Arbeit eines normalen Werktätigen entspricht. Ich bewundere es so sehr. Ich muss ja sagen, ich habe auch 3 Jungs, die eigentlich alle, sagen wir ruhig, von ihrer musischen Begabung Thomaner hätten werden können. Ich habe es mir geschenkt, weil ich mir gesagt habe, es ist eine solche Belastung. Ich habe also meinen Kindern abgeraten, Thomaner zu werden, weil die Anstrengung ungeheuer groß ist. Sie müssen hier enorm viel tun und wir haben wirklich ein bisschen Not, sie Kinder bleiben zu lassen. Das ist übrigens auch eine der Aufgaben des Thomaskantors, dafür zu sorgen, dass sie noch normale Kinder bleiben. Was ich schätze, wenn die Jungs offen und ehrlich und wie gesagt sogar vielleicht ein bisschen lausbubenhaft sind. Was ich nicht so schrecklich gern mag, sind so echte Streber, die unablässig ihr Bestes geben wollen und vor lauter Begeisterung und vor lauter Exaktheit eigentlich mehr kaputt machen. Mir ist ein bisschen Ursprüngliches viel lieber als etwas Hochgezüchtetes. Offen und ehrlich möchten sie sein, würde mir fast schon reichen an Charaktereigenschaften. Es gibt sicherlich eine Reihe von Vorstellungen von Außenstehenden, muss ich dazu sagen, die es sehr gut mit uns meinen und die der Meinung sind, es sollte eigentlich nichts zu gut und zu teuer sein für das Internat des Thomanerchors. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen anderer Ansicht, denn heute ist selbstverständlich die Zeit ein wenig satter geworden, als sie noch vor 10 Jahren und bei einem Thomanerchor, nun mal das Wesentliche, die Musik. Thank you.
jeder muss sich natürlich mit dem Text, der gesungen wird, identifizieren. Wie er das macht, es ist eigentlich seine Sache. Es ist natürlich klar, dass sich ein kleiner, also ein jüngerer Thomaner, den Text, also anders an den Text herangeht als ein älterer Thomaner. Er überschaut auch noch nicht ganz so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Gerade bei so einem Werk wie der Matthäus Passion ist ja zum Beispiel bekannt diese dreiteilige Funktion des Chores. Einmal als Darsteller mit, ja, als Juden, als Volk und so. Dann als die mitfühlende Gemeinde, ja, in den Chorälen. Und dann auch des sogenannten idealen Betrachters. Und da ist es, glaube ich, schon von enormer Wichtigkeit, das genau trennt. Also wie man jetzt selber auch mitempfindet. Ja. Zum Beispiel geht mir das so bei dem Kreuzigechor. Ja. Der ist ja so hasserfüllt zum Beispiel. Und da muss man auch irgendwie in diese Stimmung mit reingeraten. Und dann anschließend der Choral ist schon wieder irgendwie ganz anders. Und das muss man innerlich irgendwie verkraften und muss wissen, wie man singen muss. Ja. Da antwortete nun ihr Landpfleger und sprach zu ihnen: Welchen wollt ihr unter diesen Zweien, den ich euch soll losgeben? Sie sprachen: Pilatus sprach zu ihnen: Was soll ich denn machen mit Jesu, von dem gesagt wird, er sei Christus? Sie sprachen alle: Lass ihn sagen, dass das zwar vor 250 Jahren geschrieben wurde und auch Leute damals, dass aber in dem Text doch eine ganze Menge drin ist, eigentlich der größte Teil, ja, den man sich auch heute noch sehr zu eigen machen kann und der also an seiner Wichtigkeit nichts eingebüßt hat. Wie würdest du das konkret beschreiben, das, was du sagst, eine ganze Menge drin ist? Naja, ich glaube, dass das also einfach die schildernde Situation, ja, das ist also der biblische Text, das ist klar. Und dann gibt es aber eine ganze Menge, was auch noch gefühlsmäßig ausgedrückt wird. Und das sind ja Dinge, die uns heute auch noch bewegen. Und da würde ich sagen, haben diese an ihrer Aktualität nichts eingebüßt. Etliche aber, die da stunden, da sie das hörten, lachen sie. Und bald lief einer unter ihnen, nahm einen Schwamm und füllete ihn mit Essig und steckete ihn auf ein Rohr und tränkete ihn. Die anderen sprachen: Aber Jesus schrie aber mal laut: Thank you.
Ja, und es gibt natürlich Momente der Berührung in dem Moment, wo Jungs den Chor verlassen. Entweder nach dem Abitur oder nach der 10. Klasse oder manche auch zu ganz anderen Zeitpunkten. Irgendwie hängt man ja an jedem der Jungs, kommt wieder auf das Problem Familie. Und wenn man also aus einer Familie jemand verabschiedet oder verliert, dann ist das natürlich eine außerordentlich rührende Angelegenheit. Ich meine, ich werde aber später wahrscheinlich nie mehr gefragt, ob ich mal Tomana war. Aber dieses Leben hier hat mir so viel, hat bei mir so viel geprägt, so viel. Ich weiß eben jetzt, wie es ist, wenn man in einer Gemeinschaft längere Zeit lebt. Ja. Das habe ich hier ganz genau kennengelernt. Ich weiß die vielen Vorzüge, ich weiß auch die Nachteile, die es da geben kann. Ja, und dann auf der anderen Seite, ja, man lernt hier straff arbeiten. Das lernt man. Und man lernt auch, sich voll für eine Sache einzusetzen, die einem Spaß macht, die einem Freude macht. Und das Singen macht mir Freude. Was das werden soll? Naja, ich räume meine Köte aus, das letzte Mal. Okay, wann bist du gekommen? Wie lange bist du schon hier gewesen? Ich bin jetzt 9 Jahre hier gewesen, in dem Haus, im Chor. Kannst du dich an irgendwas erinnern, was du gekommen bist? Es war so ein Zeppelin-Fahren, heißt das bei uns. Ist ein sehr komisches Spiel. Wird einem, muss man rausgehen, wird einem die Augen verbunden, dann wird man reingeholt. Wird einem weiß gemacht, dass man Zeppelin steigt und um das ganze Haus hier herumfliegt. Und da steigt man dann auf so ein Kötenbrett hier drauf. Und das heben dann zwei an. Und dann heben die das hoch und man steht da nur drauf und bibbert da oben. Und irgendwie ist dann ein technischer Defekt in dem ganzen Zeppelin drin. Man kriegt so ein Brett hier auf den Kopf geknallt und es wird einem gesagt, du bist an der Decke dran und schnuppert. Du sollst abspringen, der falsche machst du hier um. Ja, und da springt man dann runter irgendwie. Man merkt aber nicht, dass man bloß 30 cm höher ist. Wie viele Tage ist jetzt noch hier? Noch 5 Tage. 5 Tage, ja. In welcher Rolle zieht sich der Abschied? Ja, wir haben ja als Schüler erstmal unsere letzten mündlichen Prüfungen. Und dann müssen wir hier ausziehen. Da ziehen wir unten solche Clubzimmer ein. Es findet ein allgemeiner Kötenumzug jedes Jahr statt und die anderen müssen ja dann, unsere Nachfolger müssen ja dann hier rein. Und da wir dann nicht stören, müssen wir runtergehen. Und dann ist ein Mulesessen, das Abschiedsessen für uns. Was passiert da? Naja, da halten wir, also die Tomaner, die abgehen, eine Abschiedsrede. Und der Kantor redet und der Direktor des Chores redet noch. Wahnsinnig nicht. Ich war noch nicht in der Situation, selbst Mulles zu sein, aber jetzt bin ich's. Es ist ganz schön komisch. Die Henkers mal halt nicht. Wovon trennt man sich am schwersten, wenn man näher geht? Oje, am schwersten von allem. Ich meine, ich bin 9 Jahre hier und ich ist irgendwie wie so ein zweites Zuhause geworden. Die ganze Zeit war ich ja hier und naja, so ist es. Also, lieber Herr Reimer, Jone, 3. Klasse aus Leipzig, was willst du ins Proberaum? Dieter Jehova von Herrn Bach, das ist fein aus dem Chemeli. Warte, wo steht denn das? Hier mit einem herrlichen Lesezeichen. Ja, du hast eine leichte Erkältung gerade so hinter dich gebracht. Es rauscht noch ein bisschen, dann mal sehen. Also, komm mal. Ich bringe nun, auch gib mir.
noch einen zweiten Vers, ne? Wollen wir ein bisschen höher machen? Sag mal, mich steht's interessieren, wie das so aussieht, ob wir das. Ach nee, komm mal. Ja. Ich würde sagen, wir probieren das jetzt ganz allmählich. Du singst leise mit. Du weißt also nicht der erste Held, der jetzt den Chor rettet, aber ganz, ganz vorsichtig mitsingen, damit sich die Stimme erstmal wieder daran gewöhnt, benutzt zu werden. Ja? Bass, ob ersten oder zweiten, werden wir nachher sehen. Ne? Okay. So, bitte schön, ausatmen, F-Spalt. Manche suchen ihren Bauch hier oben, wo es nicht suchten, auf der Stuhllehne. Du betrügst dich da selber, so dick bist du gar nicht. Mehr, 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 Freunde, mehr, mehr, mehr. Und wieder aus. Meine Herren, folgendermaßen, für die Neuen ist es besonders wichtig, einatmen. Bitte nicht beim Einatmen die Schultern hochziehen, sondern die Luft bitte schön hier, gefühlsmäßig in den Bauch reinkriegen. Ne? So, meine Herren, eine Minamina. Das heißt, ihr müsst reagieren. Hier bei mir im Gesicht abspielt, ja? Bitte schön, mi.